Borussia Dortmund gegen Bayern München. Bayern München gegen Schalke 04. Das ist mal ein Auftaktprogramm hier beim Privet Cup für den Rekordmeister bei den Großen, nicht den Rekordgewinner beim Privet Cup. Das gelang nur in Anführungszeichen einmal im Jahr 2010. 18. Teilnahme für die Bayern, zuletzt im Endspiel 2014 gewesen. Und jetzt in Rot von links nach rechts mit dem Ziel, den zweiten Ruhrpott-Verein zu besiegen, nachdem das schon gegen den BVB mit 2:0 gelang. Die Schalker sind mit einem 1:1 gegen den Hamburger Sportverein gestartet und haben jetzt die Möglichkeit, die sie nutzen zur Führung. Romeo Kowalski mit dem 1:0 für Königsblau. Wunderbar, zweimal auf sich gezogen, der Querpass dann von Luca Toni Schröer. Und dann das frühe Führungstor für Königsblau. Liga und Platzierung, beide Mannschaften ungefähr gleich auf. Bayern München in der Bayernliga aktiv mit der U16, dort Tabellendritter. Starkem Niveau. 50:17 Tore, also in 15 Spielen 50 Tore erzielt. Und haben mit 17 Toren auch die beste Defensive der Liga. Mit 50 Toren übrigens nur die zweitbeste Offensive der Liga. Zeigt also auch, dass es da ein recht großes Gefälle gibt. So, die Schalker im Konterspiel. Ja, 2 gegen 2, weil da Dennis Offli perfekt umgeschaltet hat, diesen Weg nach hinten mitgemacht hat. Sonst wäre der Weg zur Überzahl nämlich frei gewesen. Denis Offli, Nationalspieler für die U16-Nationalmannschaft von Deutschland. Und heute hier dabei auf der Platte. Schöne Drehung, guter Abschluss. Abpraller kommt nochmal. Abschluss eben von Ahmet Öztürk. Aber noch nicht frei. Dominik Kapetschny hier zu sehen vom VfB Pfaffenstedt. So, jetzt der Versuch. Oh, da steht der eigene Mann im Weg. Guter Abschluss eigentlich von Luca Toni Schröer, aber dann blockt ein Blauer. Das Tor, so stark über die Beine gespielt, schöne Drehung. Ja, es war kein Foul, er ist auf dem Ball selber ausgerutscht. Simon Zölz, der Kapitän. Und der Zweischuss für die Bayern nach Foul an Tim Binder. Da haben wir ihn eingeblendet. Schönes 1 gegen 1 hier. Dann eben der Stoß von hinten. Folgerichtig, der Freischusspfiff. Schalke wieder auf dem Weg nach vorne. Ja, korrekte Entscheidung. Griff aufs Trikot. Ballbesitz Bayern München. Ja, wenn man Freeback Cup, Bayern und Schalke aufeinandertreffen, dann ist das auch das Aufeinandertreffen von großen Namen, die jeweils für den Verein tätig waren. Wir nehmen erst das 2:0 für Königsblau mit. Durch Luca Fozza mit der Nummer 8. Jeder Ball wunderbar abgefangen, direkt als Stallpass gedacht, die kurze Verarbeitung und der Abschluss ins lange Eck. Keine Chance für Bayerns Keeper,
Also, nur eine Auswahl. Julian Draxler, Max Meyer waren hier für Schalke und vor allen Dingen Manuel Neuer im Jahr 2002. Als Teenie, als Teenager, der Weltmeister-Torwart. So, 2-0 Schalke. Schnell ausgeführt hier. Der Angriff, Blockwechsel bei den Schalkern. Gute Schicht hier, der Block mit einer 2-0 Führung gegen die Bayern. Ja, stark behauptet. Guter Zielspieler da, Simon Zölz, die Nummer 9 beim FC Bayern. Wird gerne gesucht, gerne angespielt. Oh, das war Handspiel verdächtig. Sah aus, wenn der Abschluss von Zölz per Handspieler verhindert wurde auf der Linie. Das hätte auch 2 Minuten zur Folge. Der Lübecker Keller natürlich nicht aktiv hier zur Überprüfung. Mit Tempo Richtung Bayern-Tor. Abschluss so ungenau durch Alan Takuchu. So, nächste Möglichkeit für die Bayern hier. Im höchsten Tempo mitgenommen. Klasse, verladen und dann fehlt die Anspielstation im Zentrum. Bayern erhöht den Druck. Bayern wird zielstrebiger. Bayern will den Anschluss. Stark. Zölz fast querlegen können. So, dafür jetzt der Konter auf der anderen Seite. Ist ein temporeiches, jetzt gutes Spiel. Schalke wechselt, Bayern wechselt. Einmal Kompletttausch. Leere. So, 3-2. Wenn sie es gut ausspielen, sie spielen es gut aus. Aber Lukas Danić. Im Tor der Bayern. Ball abgefangen wieder. Der schnelle Stallpass. Das machen die Schalker gut. Nach abgefangenen Bällen kommen sie sofort in die Spitze rein. Sofort zu Abschlüssen. Da war eben fast mehr drin. So, kein Foul hier. Nächster Angriff der Bayern. Klasse durchgespielt. Und den Abpraller nutzt Can Paylan. Zum Anschluss. Sehen wir jetzt hier nochmal. Guter Abschluss schon. Springt der Ball von der Bande. Und dann der Anschlusstreffer durch Paylan. Also bleibt spannend in dieser Partie. Bayern sind noch lange nicht geschlagen. Stark behauptet, stark rübergelegt. Gibt es den Abschluss? Den gibt es zum 2-2. Magnus Dalpiaz. Aber die Ballbehauptung vorne war auch fantastisch. War nicht mehr ganz zu sehen, aber schön behauptet, Ball wieder quergelegt. Schalke jetzt unter Druck. Bayern rollt an. Bayern will den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Ja, 4 Sekunden rum. Ballbesitz Schalke.
So, tiefer Ball. Richtung Schröer. Spielen Sie gerne die Schalker. Stark gespielt. Ja, dann kriegt er nicht ganz verarbeitet. Yusuf Nasrave. Vorher auf engstem Raum da gut kombiniert. Also Bayern jetzt wirklich die bessere Mannschaft. Wieder gut gespielt. Stark verladen, quergelegt. Fantastisch. Überragend gemacht. Anschnallen fürs Replay. Stark nach außen gespielt, Torwart verladen, genau geguckt, in die Mitte gelegt. Wunderbarer Hallenfußball. 3-2 Bayern München. Tolles Tor. Zwei Minuten vor dem Ende macht Bayern aus 0-2 ein 3-2. Und es jappadappadut in Lübbecke. So, wie antwortet Schalke? Per Kopf! Pfosten. Riesengelegenheit. Was wäre das für ein Tor gewesen? Und jetzt die überragende Parade. Die rennen sich da gegenseitig über den Haufen. Jetzt ist der Ball doch im Tor. Durch eine Traumaktion. Durch ein Traumtor. Von Felipe Chavez. So hier, da rennen sich gegenseitig über den Haufen. Mit vollem Einsatz, alle beide. Und dann lupft er den rüber. Das ist jetzt schon Kandidat für Tor des Turniers. Was für ein Spiel hier zwischen Bayern und Schalke. Was für ein Spiel. Das ist Hallenfußball. Schade, jetzt hier gleich das 4-3. Wäre eine Krache gewesen. Ahmet Öztürk. Was für ein Tor. Was für eine Szene. Minute noch. So, Schalke gibt nicht auf. Schalke will noch mal ran. Nächster Bayern-Angriff. Ball wieder geklärt. Stančić im Tor der Bayern. Schalke läuft noch mal an. An dieser Stelle, wo wir gerade diese wunderschönen Tore gesehen haben, im Übrigen auch mal ein Dank an das Team von Kamera OWL für diese Bilder. Die tollen Replays. Liebe Grüße an die Regie. Da habt ihr uns richtig Freude, richtig Spaß beschert hier. Und euch zu Hause hoffentlich auch richtig Freude an die Bildschirme gebracht. Tolle Momente hier in dieser Partie. 10 Sekunden noch. Es wird der Sieg für die Bayern werden. Ah, guter Versuch nochmal von Alan Takuchu. 0,4 Sekunden auf der Uhr. Die fighten bis zum Schluss. Das war's. Danke an beide Teams für diese überragende Partie. Bayern München wird mit 4-2 gegen Schalke 04. Wir sind sofort wieder da. Bis gleich.